Ich bin Vorsitzender seit 2003 von Darmstadtia, einer Vereinigung, die sich den Erhalt der Natur- und Kulturdenkmäler auf die Fahnen geschrieben hat. Der Verein ist gebildet worden aus inzwischen 5 anderen Vereinen seit 2000. Genau genommen beschäftige ich mich seit 1978 mit der Geschichte Darmstadts. Wir befinden uns im Altstadtmuseum Henkelsturm im obersten Geschoss und da ist also sozusagen der Höhepunkt unseres Ausstellungsbereichs, nämlich ein 1:160 Modell, das der Museumsdesigner Christian Häusler erbaut hat in vieljähriger Arbeit und ein jeder und eine jede können hier Maß nehmen, was uns in Darmstadt da verloren gegangen ist. Vor einiger Zeit wurde ein besonderes Kleinod wiederentdeckt. Ein Holzhäuschen, welches schon einmal auf dem Gelände der Mathildenhöhe unweit der russischen Kapelle stand, ist wieder aufgetaucht. Wozu das Häuschen diente, ist bisher noch nicht geklärt. Es wird vermutet, dass es sich um ein Wachhäuschen handelte oder man darin Gartengeräte untergestellt hatte. Der Verein Darmstadtia e.V. setzt sich für die Wiederherstellung seines ursprünglichen Zustands ein.